Kunst braucht Inspiration. Inspirierende Plätze wie die Puster in Siegendorf bieten den idealen Rahmen, um Kunstschaffende allen Genres anzulocken. Das hat schon im Jahr 2017 der Verein PanMac erkannt und veranstaltet seither einmal im Jahr das PanMac Culture Open Air. Die Idee dahinter war eigentlich, dass wir eine Plattform bieten wollten für junge Künstler, die sie mehr oder weniger nicht leisten können oder einfach keine Plattform haben, sie zu präsentieren. Rund um den Busterhof in Siegendorf finden Künstler, Musiker, Gemüsebauern, Sportbegeisterte, aber auch bloß Erholungssuchende ein ungezwungenes Umfeld vor, um gemeinsam einen schönen Tag mitten in der Natur zu genießen. Der Eintritt ist frei und deshalb mussten die Veranstalter zunächst im wahrsten Sinne des Wortes Lehrgeld bezahlen. Gelernt haben wir viel natürlich, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, dass wir versuchen, wenigstens bare auszusteigen, weil am Anfang das schon eine sehr starke Sparkasse war, das ganze Projekt. Was wir mitbekommen haben als Feedback, war einfach, dass das Format sehr interessant war für viele Personen, dass ich mir von Anfang an gar nicht gedacht hätte, welchen Personenkreis das wirklich anspricht, dass es so breit gefächert ist. Dem Grundkonzept und auch der Programmgestaltung ist man weitgehend treu geblieben. Um 11 Uhr haben wir eine Yoga-Klasse, dann ab 13 Uhr haben wir ein Tischtennisturnier. Wir nennen das Tischtennisturnier im Eisernen Vorhang, frei nach Julius Koller. Quasi, dass man zwischen Ost und West, weil wir sind ja da am Eisernen Vorhang mehr oder weniger. Du meinst den Künstler Julius Koller, nicht genau. den Pädagogen? Ja, den Künstler, genau. Ab 11 Uhr gibt es auch Musik, ab 15.30 Uhr Live-Musik mit Bands. Und ich glaube, dass wir da programmmäßig ganz gut aufgestellt sind. Nicht nur das Programm ist vielfältig, sondern auch das Drumherum. Dass für Essen und Trinken gesorgt wird, ist selbstverständlich. Für Gesundheitsbewusste ist auch was dabei, nämlich ein Bio-Gemüsestand. Unser Betrieb gibt es jetzt 2 Jahre, also wir sind jetzt in der zweiten Saison. Dann auf über 1 Hektar Gemüse produzieren in biologischer Anbauweise. Und das Ganze ohne Traktor, also 80-90% Handarbeit. Das Ganze schmeckt man natürlich dann auch beim Gemüse. Also wir probieren bunt durch die Palette alles anzubieten. Also wir haben über 40 verschiedene Kulturen in unserem Sortiment. Je nach Saison halt. Momentan ist es noch sehr blattlastig, viel Salat, Rucola, Spinat, Radieschen haben wir jetzt schon die ersten. Jetzt fangen wir bald die Ruhe an. Und dann haben wir Karotten, Paradeiser, Paprika, Chilis, Melanzanes. Also wir probieren wirklich alles anzubieten. Und nicht nur die klassischen Sorten, sondern auch ein paar Raritäten, was so im Geschäft gar nicht findest vielleicht. Der Gemüsestand ist mit dem Angebot eines ebenfalls jungen, kreativen Produzenten verbunden, der was Ausgefallenes anzubieten hat. Wir bauen jetzt seit 1 Jahr offiziell in Donnerskirchen auf Kaffeesud Austernseitlinge an, verarbeiten die dann auch zu Pilzpesto bzw. Trockenpilzprodukten. Und so ein Fest ist dann halt die perfekte Plattform, wo man eben Leute kennenlernt, die genau sowas suchen, was Regionales, was Nachhaltiges, was Gutes. Um die Kulinarik abzurunden, präsentiert ebenfalls eine burgenländische Produzentin ihr Senfsortiment an. Von Kübiskern bis Blaufränkisch, eine exotische Variante. Und Senf ist auch gut für die Potenz, also nicht unterschätzen. Also Frauen sollten das nicht nehmen? Nö, es geht auf beide Seiten. Für beide Seiten ist sehr gut. Damit kein falscher Eindruck entsteht, nicht die Kulinarik ist der Schwerpunkt dieser Veranstaltung, sondern die Kunst. Verschiedene Musikacts, sei es Live-Musik oder aus der Konserve, sowie Malerei und Kunsthandwerk stehen hier im Mittelpunkt. Ein heimischer Kunsthandwerker bedient sich ausgefallener Materialien. Meine Kunstform ist Holz. Ich mache Upcycling seit 2016, gebe in Fässern in Rust im Burgenland, in Mainfässern ein neues Leben in der Form von schönen Produkten und exklusiven Gegenständen, was man täglich verwenden kann. Lebt da noch der Geist des Weines drin? Natürlich. Also der Geist des Weines geht immer mit in meine Produkten. Und es sind schöne, also es werden aus Fässern alles gebaut. Das heißt, die Fässer haben jahrelang die Struktur bzw. auch die Energie vom Keller bzw. auch die Energie vom Wein aufgesaugt. Und so gebe ich das auch wieder mit. Irgendwie. Jetzt bist du ein Ruster. Ich kann mir vorstellen, Weinfässer, ein Ruster, während
des Kunstschaffens wird man da sicher auch das eine oder andere Glas Wein zur Inspiration vertragen, oder? Ja, natürlich. Irgendwann muss ich die Fässer leer machen, dass Fässer für meine Rohstoffe, also für meine Werkzeuge gibt. Ja. Bei einem Open Air ist man stets auf den guten Willen des Wettergottes angewiesen. Sollte dieser nicht gnädig sein, bleiben auch die Besuchermassen aus. Doch das muss nicht immer ein Nachteil sein. Man braucht nur das Beste daraus zu machen. Und der Großteil der Besucher in der Siegendorfer Buster kommt mit dieser Einstellung. Das Benmeck zeichnet eigentlich die Gemeinschaft aus, dass es einfach positive Energie hier ist und freundliche Atmosphäre. Natürlich auch das Ambiente ist einfach top, ist unschlagbar. Wie habt ihr diese Location gefunden? Na, das war relativ einfach, weil ich ein Siegendorfer bin und diese Location liebe. Die Atmosphäre ist super, die Stimmung auch mit verschiedenen Bühnen finde ich sehr spannend und auch die Leute, die da sind.